Moin Jungs, AgeSpec und willkommen zur 143. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Heute kann ich auch wieder die Episodennummern richtig sagen. Wir sind natürlich wie immer hier in der Monsterfarm. Und wie ihr seht, ich habe schon meine Rüstung ausgezogen. Die ist nämlich schon hier. Und ich habe das Schwert schon weggetan und ich habe die Pickaxe in der linken Hand. Weil die gilt es jetzt mal wieder zu reparieren. Ich ziehe natürlich die Elytra auch noch aus. Damit nichts Mending bekommt, was nicht Mending bekommen soll. Und im Moment ist es wirklich einfach nur die Pickaxe, weil die hat nicht mehr die meiste Haltbarkeit. Und das wollte ich mal wieder auf Vordermann bringen. Ich kriege gerade die Nachricht, dass mein Headset einen niedrigen Akkustand hat. Aber ich glaube, ich kann jetzt trotzdem noch gefühlt 5 Stunden aufnehmen und es wäre immer noch nicht aus. Also kann sich das die Meldung auch einfach sonst wohin schieben. Gut. Hier kommt trotzdem noch nicht. Jetzt ist auch noch meine Axt kaputt gegangen. Irp. Hier kommt jetzt trotzdem noch nicht Unmengen von EP runter. Also die Pickaxe hat jetzt nicht so viel dazu bekommen. Also das hat sich jetzt schon nicht unbedingt gelohnt. Nicht so. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war das ziemlich blöd. Den kriege ich noch. So, ich hatte ja auch schon mal überlegt, ob wir nicht einfach wirklich noch eine andere Farm bauen. Zum Beispiel eine Enderman-Farm. Im End halt. Wir haben auch schon mal ein Video angeguckt, wie wir das am besten machen können. Ist auch nicht so kompliziert, ist halt etwas aufwendig. Aber an sich ist es jetzt nicht fürchterlich schwer. Wir brauchen eigentlich nur Cobblestone und ein paar Blätter. An sich geht das ja. Weiß allerdings nicht, ob ich schon wieder Lust habe, eine neue Farm zu bauen, weil die, die wir gerade halt gesucht hatten, ist ja jetzt auch noch nicht die älteste. Von daher glaube ich, dass wir erstmal was anderes machen. Aber irgendwann werden wir es natürlich dann trotzdem bald mal machen. Packen wir das Gunpowder noch hier hin. Damit könnten wir eigentlich mal wieder TNT machen. Aber eigentlich, ja doch, wir brauchen noch einiges an Netherite. Also von daher könnten wir daraus eigentlich TNT machen. Gut, das nächste, was ich mir überlegt habe, was wir machen könnten, ist weiß und hat mit der Wolle zu tun. Und zwar ganz easy peasy. Könnten wir einfach endlich mal anfangen mit dem Wolkenpalast-Ding. Also, ne, das schiebe ich ja auch schon einige Folgen jetzt von mir her. Und ich glaube, das könnten wir jetzt langsam mal in den Griff nehmen. Mit was vermehrt man nochmal Schafe? Mit Weizen? Ich bin mir nicht sicher, wir versuchen es einfach. Geht jetzt eh mal scheren. Ja, mit Weizen. Jungs! Hierhin. Hierhin. Alle hierhin. Ich komme nicht mehr zur Tür. Muss die hier alle hinlocken? So, ihr Lappen, Jungs. Ihr seid Lappen. So. Ich habe natürlich jetzt nicht die Scheren. Ich habe jetzt nicht 3 Scheren gemacht, nur um hier die Wolle zu holen. Sondern, wie gesagt, für die Enderman-Farm brauchen wir halt auch einiges an Blättern. Und das kriegst du auch nur mit Scheren. Ja, am besten mit Scheren. Deswegen habe ich die schon mal in weiser Voraussicht gemacht. So, wer hat Hunger? Ich glaube, ich habe nicht mal genug Weizen. Ich habe definitiv nicht genug Weizen. Oder? Ich habe doch mehr als 35 Schafe. Könnt ihr euch? Ja, sag ich doch. Und jetzt wäre es nett, wenn ihr hier weggehen würdet. Ich möchte hier nämlich raus.
Von mir aus schere ich euch auch nochmal. Aber dann möchte ich hier bitte raus. Hallo. Was? Wofür habe ich die Elytra, wenn ich sie nicht einsetze? Gut, wie viel haben wir bekommen? Oh, gar nicht schlecht. Ich glaube, ich mache uns mal... Mach uns mal eine Kiste. Nur für... Oh, wir haben noch Kartoffeln im Ofen. Das ist auch gut. Mach uns mal eine Kiste nur mit den Blöcken aus Wool, die wir brauchen. Für unsere Villa. Gut, dass wir schon einiges haben. Okay, das Quarz nehme ich auch noch mit, weil das ein verwandter Block ist. Wool. Wool. Das packen wir hier hin. Packen wir noch hier hin. Habe ich hier noch Quarz? Ja. Habe ich hier noch Quarz? Nein. Hier habe ich noch Quarz? Ja. Machen wir da noch zwei Quarzblöckis raus. Zack. Und das packen wir auch dahin. Das ist ja schon mal an sich ein guter Anfang. Also da kann man ja schon einiges mal mitmachen. So. Und die Villa, glaube ich, habe ich so für mich entschieden, kommt wirklich hier so auf diesen Berg. Wir werden den dann noch ein bisschen höher bauen. Aber an sich wird das ungefähr hier hinkommen. Und da ich Blätter brauche, werde ich mir jetzt diesen Baum hier einverleiben. Machen wir wieder ein bisschen Holz. Weil wir haben schon wieder gar kein Holz, glaube ich. Weil wir alles zu Sticks... Ja genau, wir haben gar kein Holz, weil wir alles zu Sticks gemacht haben für Mending. 10 out of 10 would do it again. Hat sich tatsächlich gereimt. Das war nicht geplant. Aber gut. War trotzdem cool. Wenn wir hier zum Beispiel sagen wir, wir schütten alles auf die Höhe hier auf, wo wir jetzt stehen. So, machen den Berg so ein bisschen steiler, schütten den nach hier auf und ziehen die Ebene dann von dem Baum so bis hier. Natürlich jetzt nicht komplett auch aufgefüllt, das wäre viel zu viel, aber so ungefähr, glaube ich, wäre groß genug, dass wir da ein angenehmes Haus drauf bauen können. Und dass es nicht zu komisch aussieht, wenn hier der Hügel ein bisschen höher ist. Weil ich will jetzt hier natürlich auch kein Mount Everest einfach so in die Landschaft pflanzen. Das sähe natürlich auch komisch aus. So, den hier nehme ich noch mit. Und dann... Ob ich reicht das an Blättern? Wir bereiten jetzt einfach mal verschiedene Sachen vor. Also einmal bereiten wir das hier vor. Für das Haus. Und gleichzeitig bereiten wir aber auch... die Monsterfarm vor. Und halt gerade zwei Schippen... mit einer... Baustelle. Was? Genau. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich sagen möchte, glaube ich. Hoffe ich. Hui. Das ist langsam. Okay. Gut. Dann, als nächstes. Brauchen wir natürlich ganz viel Erde. Wir haben aber noch hier hinten. Und jetzt hat das Haus tatsächlich auch mal wieder einen Sinn. Hier bin ich noch nie gelandet. Relativ eine okay Menge an Erde. Ist jetzt nicht unfassbar viel. Ist ein Anfang. Ich weiß nicht, ob wir sonst noch irgendwo Erde haben. Bezweifle es fast. Hier schon mal nicht. Hier schon mal nicht. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass das alles an Erde ist, was wir haben. Wir können natürlich immer noch was farmen gehen, das ist klar. Ist hier irgendwo noch? Ja, hier ist noch 7 Erde. Hier ist ja noch mehr Erde. Sehr gut. Okay, cool. Okay, cool. Das ist tatsächlich jetzt eine positive Überraschung. Weil das ist doch einiges an Erde. Damit kann man doch arbeiten. Damit kann man doch wirklich arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir oben in der Kiste noch irgendwas haben. Durch eine Rakete verschwendet. Ne, hier ist nichts mehr. Aber mit den Stacks können wir sogar jetzt schon anfangen. Okay. Gut, ich hätte ansonsten sogar noch was wir auch noch hätten machen können. Aber, oh, aua.
Wenn das hier natürlich jetzt schon so gut klappt, dann machen wir natürlich lieber das. So. Ich befürchte, dass ich den hier auch weghauen muss. Au. So, und die Blätter kann man eh immer irgendwann für irgendwas benutzen, deswegen... Auch wenn ich jetzt gerade die nicht unbedingt brauche. Irgendwann werden die schon einen Vorteil haben, dass wir die haben. Deswegen nehme ich sie einfach mal mit. Und wir haben jetzt die Scheren, von daher... Was soll der Geiz? So, oh, ein Enderman. Hallo, Enderman. Wie random das wäre, wenn ich den jetzt einfach angeguckt hätte und ihm so zugewunken hätte. Also, imaginär zugewunken. Das finde ich, wäre irgendwie auch witzig, wenn du in Minecraft so Emotes irgendwie hättest. Jetzt nicht so scheiß Fortnite-Emotes, dass du auf einmal hier tanzt wie so ein Idiot. Sondern, so ein Grinsen, so ein Winken. Ich glaube, sowas ähnliches gibt es auch bei Bedrock, oder? Ich meine schon, ich bin mir nicht sicher. Ich hab's nur zweimal gespielt bisher. And I didn't like it. Also Bedrock ist... Also... Ich habe letztens, ich weiß, das wird jetzt eine unpopular opinion, ja? Aber ich habe letztens auf TikTok irgendwann mal ein Video gesehen, ein TikTok gesehen. Oder wie ich letztens gelernt habe, das heißt jetzt ein Tiki. Da wollte ich auch kurz mich übergeben, als ich gehört habe, das nennt man jetzt auf einmal Tiki. Weil, okay, erstens, wer beschließt das? Das hört sich ja absolut beschissen an. Aber gut. Ja, also, ich habe ein Video auf TikTok gesehen. Und da hat einer gesagt, du bist kein richtiger Minecraft-Spieler, wenn... Blablabla. So, und das Problem war halt... Oder das Problem für mein Auge war, dass er halt Bedrock-Spieler ist. Und ich finde... Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich finde, Bedrock ist nicht richtiges Minecraft. Ich finde, Java ist das einzig richtige Minecraft und Bedrock ist weird. Und Konsolen, Spieler, die Minecraft spielen, die sind komplett weird. Weil mit einem Controller Minecraft spielen, also da stelle ich mir wirklich einige Sachen angenehmer vor als das. Ich glaube, wenn ich keinen PC hätte, würde ich niemals Minecraft spielen. Weil... Allein die Idee, sowas hier mit dem Controller zu machen, da würde ich ja bekloppt werden. Ich finde schon Shooter spielen mit Controller bescheuert. Oder nicht, ja, nicht bescheuert, sondern halt übel unangenehm, weil es so aufwendig ist. Weil die nicht aufwendig, ich weiß nicht, was ich gerade sage. Nicht aufwendig, sondern du hast einfach einen Nachteil, weil du nicht geil steuern kannst. Also... Ich verstehe ja, dass man dieses Spiel spielen will. Ich spiele es ja auch jeden Tag. Oder fast jeden Tag. Haben wir Fackeln? Ja. Irgendwann wird es gleich hinter uns eh zischen und dann hochgehen. Also ich verstehe natürlich, dass man dieses Spiel spielen will. Das ist natürlich außer Frage. Wie wir alle, liebe ich Minecraft. Aber ich liebe es nur, weil ich das Privileg habe, es mit Maus und Tastatur spielen zu können. Wenn ich das nicht hätte, hätte ich es wahrscheinlich niemals angefangen, weil ich die Steuerung mit einem Controller so beschissen finde. Und außerdem, Bedrock an sich ist halt auch weird. So. Warum hast du immer die Koordinaten da stehen? Warum gibt's einen scheiß Ingame-Store? Ich will mir doch keine Texture Packs für Minecraft kaufen müssen, wenn ich die über Java umsonst kriege seit Jahren. Also das verstehe ich nicht, warum man... Danke, Timer. Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Aber gut, wie ihr gehört habt, ist der Rant jetzt auch vorbei. Immer eben pennen, weil ich keinen Bock habe auf die Monster. Und dann sehen wir uns... auch ganz bald wieder, aka morgen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang.
geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.